Ja, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Fernbus Simulator mit mir, The Devil 34. Ja, wir sind heute unterwegs mit dem großen Neoplan Skyliner, dem Doppeldeckerbus, und wir fahren von Stuttgart nach Freiburg. So, das wollen wir jetzt noch schnell machen. Und damit können wir dann auch so die Fahrt starten. Dann gucken wir mal, dass wir jetzt hier loslegen. Ja, ich habe heute kein Sonntagsfahrer. Ja, genau. Die Folge kommt auch sonntags. Heute leider keine so gute Thema. Aber es ist leider so, dass, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, wurde ja unter anderem, oder wurde als, ja, ich weiß gar nicht, sagen wir mal, als Exempel, statuiert der Kanal von Pizmis bzw. den ihre Twitch-Channel sollen brauchen jetzt eine Rundfunklizenz, weil sie sich das jetzt so ausgedacht haben. Ja, jetzt ist es natürlich alles ein bisschen blöd und sie lassen natürlich auch die rechtliche Seite prüfen. Na gut, die rote Ampel habe ich nicht gesehen. Gut. Alles verschüttet. Ja, bitteschön. Danke. Bitteschön. Ja, und lassen auch die rechtliche Seite dementsprechend prüfen, ob das wirklich so muss oder nicht. Allerdings kommt jetzt immer mehr das auf, dass selbst YouTube-Kanäle, die einfach nur ihre Videos quasi aufnehmen, na komm, fahr, die ihre Videos aufnehmen und somit quasi 24/7 abrufbar sind, wie zum Beispiel von mir oder anderen Größen wie Kronk oder Pizmis oder LeFloid oder wie sie auch alle heißen. Ja, die, wenn das Gesetz rauskommt, also es wird eine sie wollen eine Gesetzesänderung dafür haben, dass diese Inhalte für das Internet dementsprechend auch angepasst werden. Da sind sie jetzt dran, leider. Ja, und es würde bedeuten, ich bräuchte dann für meinen YouTube-Kanal mit im Moment 38 Abonnenten eine Rundfunklizenz, die mich dann zwischen 500 und 10.000 Euro, und zwar nicht nur einmalig, sondern im Monat kosten würde. So, sollte dieses Gesetz wirklich kommen, sollte da die, wie auch immer, dann, ja, dann bin ich ganz ehrlich, dann war es das leider mit meinem Kanal. Weil ich habe leider 38 treue Abonnenten, was ich echt klasse finde, und ich freue mich jedes Mal für euch, Videos zu machen. Ja, aber 38 Abonnenten, da bin ich ganz ehrlich, bringen mir monatlich leider, bringen mir monatlich leider keine 500 bis 10.000 Euro ein. Und somit kann ich mir das dann leider auch nicht leisten. Und dann, ja, dann ist es halt leider so, dann muss ich den Kanal aufgeben und alle Videos, die ich bis jetzt gemacht habe, löschen. Ich kann sie dann nicht mehr online stehen lassen, ich muss sie dann komplett löschen. Das heißt, der Kanal wird dann, sollte das Gesetz wirklich so rauskommen, was jetzt noch nicht spruchreif ist, und das wird auch hoffentlich eine Weile dauern. Ja, aber dann werde ich den Kanal löschen müssen, und dann kann ich
Ja, ganz normale YouTuber, also beziehungsweise ich bin dann kein YouTuber mehr, ich bin dann einfach nur Zugucker, Angucker, wie man das auch immer nennen will. Ja, und es, bin ehrlich, es stinkt mir gewaltig und ja, das wäre halt für viele, auch für viele kleine YouTuber, das komplette Aus, weil ein kleiner YouTuber verdient nichts an YouTube. Und nein, ich lasse dich jetzt. Depto. Entschuldigung. Ja, und ein kleiner YouTuber, so wie ich, verdient halt leider nichts. Der kauft sich seine Spiele selber und hat leider keine, ja, viele Abonnenten und so weiter. Da die. Die ihm das sozusagen zahlen. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Es ist auch, wenn jetzt viele sagen, naja, dann wechsel doch einfach zu Twitch, mach da deine Videos, was weiß ich, einmal in der Woche oder wie auch immer, wie auf YouTube auch, dann machst du am Sonntag Fernbus-Simulator abends oder so und dann können wir das da angucken. Ja, könnte ich tun, brauche ich aber eine Rundfunklizenz. Weil es leider nicht nur YouTube betrifft, so wie YouTube Live, also dieses Livestreamen über YouTube. Ich fahre schon wieder Henker, aber gut. Sondern es trifft auch Twitch. Weil, ja, die Online-Medien, ja, der freien, der ARD, ZDF etc. ihre Zuschauer wegnehmen oder so irgendwie. Naja, also das sage jetzt ich, das ist meine Meinung. So heißt es natürlich nicht in dem Schreiben. Die drücken sich selbstverständlich da auch anders aus. Ja, aber wenn es dumm läuft, dann wird das so sein. Ich werde euch auch noch unten in meiner Videobeschreibung ein paar Videos verlinken. Unter anderem gucke ich, dass ich das Video von Pizmis noch raussuche, dann von LeFloid, der das Thema leider auch natürlich hat. Und dann habe ich für mich persönlich, ich habe einen, und vielleicht kennen den viele von euch, einen Rechtsanwalt hier auf YouTube abonniert, nennt sich Christian Solmecke, und der wird dieses Thema auch noch in einem extra Video, das hat er heute angekündigt, noch mal ganz genau erörtern und wie die Rechtslage im Moment ist oder wie es möglicherweise kommen wird. Das wird man sehen, wie es ist, ob der da schon irgendwelche mehr Informationen hat oder nicht. Das weiß ich leider auch nicht. Ich als ja, kleiner YouTuber leider bin selbst gespannt, wie das wird, dieses Video. Und ja. Klemmt das Gaspedal oder warum rast du so? Ach ja, jetzt fahre ich wieder zu schnell. Oh Mann. Oh, jetzt besser. Ja, jetzt darf ich wieder 80. Ja, ist super. Ja, also, nur dass ihr Bescheid wisst. 50, jetzt ist 100. Komm. Geschenkt. Ja, ja, ihr seht, ihr könnt mir gern auch mal eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr davon haltet. Aber wie immer, beziehungsweise wie allgemein auch erwartet, verhaltet euch bitte sachlich. Und ja, das wäre mein Wunsch an euch. Und ja, jetzt mal gucken, wie gesagt. Es ist schon der Hammer. Also, wenn ich schon höre, Rundfunklizenz und
zwischen 500 und 10.000 Euro und das nicht nur einmalig, sondern das Ganze einmal monatlich. Außerdem hängt ja da auch noch, gut, Entschuldigung, das weiß ich nicht, was das war. Außerdem hängt ja da leider einen ganzen Rattenschwanz dran. Und wahrscheinlich könnte ich es dann so oder so nicht tun. Warum? Ja, nun, was man so ein bisschen aus den Videos und aus dem Internet erfährt, braucht so eine Rundfunklizenz unter anderem dann einen Jugendschutzbeauftragten. Den ich aber dann nicht stellen kann, weil das darf nicht ich sein, sondern das muss eine andere Person sein. Ja, was wird das jetzt da vorne? Jo. Was war das? Nix. Alles gut. Es war ein Sonntagsfahrer. Der ist mir bloß an der Scheibe hängen geblieben. Naja, halb so wild, kann man putzen. Ja. Also wie gesagt, dann bräuchte ich einen Jugendschutzbeauftragten, der dann die Videos quasi kontrolliert auf dies und jenes und Cell und dann brauche ich noch das und dieses und ich glaube, ich brauche dann was weiß ich wie viele Leute, die dann hinter meinem Video stehen. Ja, nun, ich mache die Videos alleine, falls noch nicht gemerkt, ich schneide sie alleine, ich mache die nicht so tollen, wie sagt man, Thumbnails, wie es so schön heißt, selber. Ich habe dazu auch nicht das Equipment, ja. Also brauchen wir wahrscheinlich, wenn das Gesetz wirklich so kommen würde, gar nicht davon reden. So, 15.06 Uhr haben wir es jetzt. Ah, dann bremsen wir jetzt mal nochmal für den Lastwagen runter. Wenn ich jetzt wüsste, wo der abbiegt oder ob der... Natürlich nicht. Super. Tempomat wieder raus, er gibt Gas. Hoffe ich jedenfalls mal. Ja. Und das ist jetzt halt das, was mich persönlich tierisch an Punkt. Fängt mit K an. Ja. Aus Flensburg. Naja, wunderbar. Hat man da nicht fern gelernt. Naja. Gut. Ja, wie gesagt, ist im Moment ein sehr, nicht nur interessantes Thema, sondern auch ein sehr heißes Eisen. Freiburg, geradeaus, jawohl, dann, wollte ich gerade sagen, donnern wir mal durch, aber die Ampel ist ja leider rot. Ja, super. Ah, wunderbar. Können wir mal kurz gucken. Sitzen hier oben ein paar Fahrgäste? Ja, die sitzen natürlich hier oben alle. Na, ganz toll. Ja, das zum Stand dieses, liebe Leute. Und jetzt lasst uns noch 92 Kilometer nach Freiburg schippern, Freiburg freischalten und dann haben wir, glaube ich, da unten nur noch Konstanz oder sonst irgendwas, was wir noch freischalten müssen. Da muss ich mal gucken. Und dann geht's ab in Hohen Norden, ne? Nach Hamburg, Sellin etc., was wir auch noch ein bisschen haben. Und dann will ich mal gucken, ob man nicht irgendwie hier mit dem
Doppeldecker noch fahren oder ob wir einen kleinen Bus nehmen, weil für 10 Personen lohnt sich eigentlich dieses Buschen hier nicht. Das könnten sie ja einführen, so ein Kleinbus, also so quasi so. Gibt es ja auch in vielen Städten Deutschlands so einen Kleinbus, wo wenig auf Strecken, wo wenig los ist, da sind dann maximal, weiß ich nicht, der hat dann maximal 10 bis 20 Sitzplätze und ja, 10 bis 20 Sitzplätze und das ist dann so ein Kleinbus und ja, dann könnte man auch sowas einsetzen, wenn man weiß, ah ja, da kommen, was weiß ich, Stuttgart-Freiburg, wir haben jetzt 10 Passagiere. Und ja, da hat das Bild schon wieder gewackelt, warum auch immer. Hängt vielleicht an dem neuen Update, entweder von dem Spiel oder es hängt am Grafikkartentreiber oder keine Ahnung, woher das jetzt kommt. Ja. So, 67 Kilometer noch, Freiburg in Sicht. Und ich muss sagen, mit dem Neoplan Skyliner lässt sich's echt gut fahren. Klar, bis jetzt auf den Unfall und am Anfang die, was weiß ich, Ampel oder was ich da auch immer mitgenommen habe. Oder, keine Ahnung, Verkehrsschild. Und ich habe leider immer noch nicht rausgefunden, für was die Taste Navi ist. Falls ihr das wisst, schreibt mir es einfach mal in die Kommentare rein. Das wäre echt klasse. Und ja, dann kann ich nämlich mir das sparen mit dem Navi, weil Navi habe ich ja anscheinend schon. Oder ist das jetzt eine neue Einstellungsart, die ich jetzt noch nicht im Menü entdeckt habe? Also, wie gesagt, so sieht es im Moment aus. Ja. Alles relativ. Ja. Ich will es jetzt nicht sagen. Aber. Ich weiß nicht. Vielleicht hat es auch eines Gutes. Ich brauche mir keinen Kopf machen. Was zeige ich euch als nächstes? Oder oh, habe ich alle Videos online gestellt? Beziehungsweise habe ich alle Videos so eingestellt, dass sie dann zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Tag und so weiter online gehen? Klar, ist jetzt natürlich sehr viel Galgenhumor und wie es dann letztendlich jetzt wird, weiß natürlich auch keiner, das ist klar. Aber ich kann dem trotzdem nichts abgewinnen und ich finde es halt persönlich einfach nur eine Frechheit. Wie gesagt, wenn das so wäre, dann naja. Ja. Super, super. So, der Lastwagen fährt wahrscheinlich bis Freiburg vor uns. Was sagt die Uhrzeit? Ah ja. Dann können wir hinter dem auch noch ein bisschen hertrotten. Nebenher den Tempomat anmachen mal wieder. Immer mal wieder notfalls abbremsen. Oh, da liegt ein Baum fast auf der Straße. Wow. Ja, jetzt geht's der Berg runter. Uiuiui, jetzt muss man auch noch lenken. Ist ja Wahnsinn. Jetzt fahren wir mal Ideallinie in Anführungszeichen. Ein bisschen in der auf der Straße, mitten auf der Straße. So, wo muss ich denn hin? Geradeaus. Okay, halt, nicht vom Weg abkommen.
Und das Bild hat schon wieder gewackelt. So, Nachteil, Neoplan, ich sehe es nicht. So. Ja. Ich halte mich einfach dran, das Ding war grün. Ich habe es nämlich nicht gesehen. Ich frage mich echt, wie das die anderen Busfahrer machen, die auf die Haltelinie vorfahren müssen. Ja, eigentlich, um den Kontakt herzustellen, so also von wegen, hier steht jemand auf der Straße, auf der, Entschuldigung, auf der Ampel, an der Ampel, der gerne jetzt hier weiterfahren will. Andererseits, ja, sie sehen es ja nicht, also, ups, ja, die Busfahrer, die können ja nicht von ihrem Sitz hoch, Treppe rauf, gucken, wann das rot wird, runterrennen, sich hinsetzen, das macht ja, glaube ich, keiner. Ja, grün. Sehr schön. So, was dürfen wir denn? 80. Jetzt dürfen wir gleich 50 oder so. Ne, 80 da vorne. Gut. Boah, ja. Jetzt verliere ich auch noch gegen so ein Auto. So, jetzt müssen wir sowieso abbremsen, dass wir nicht zu schnell sind. Ja, herzlich willkommen in Freiburg. Jawohl, ja. Da stand ein Blitzer. Boah, ist das geil. Getarnt. Und noch einer. Und, ja, heftig. Aus der Mülltonne raus. Oder nee, das sind die roten Punkte. Okay. So, wir müssen geradeaus. Ampel ist grün. Ampel ist rot. Computer sagt nein. Entschuldigung, ich liebe diesen Humor. Könnt ihr mal googeln, woher das kommt. Ist für viele allerdings sehr strange. So, bitte, ist noch bei Rot rübergefahren. Achso, das ist die Abbiegerspur und ich hub hier. Naja, ist egal. Ich bin auch Abbieger. Und zwar jetzt. So. Dann bleiben wir jetzt hier stehen. Und fahren von hier aus los. Was irgendwie unsinnig ist. Aber ja, gut. Ich hab's noch nicht raus, wie man hier so hoch guckt oder wie das auch immer geht. So, einmal hier rüber. Schüsseln. 16.10 Uhr. In 4 Minuten müssen wir da sein. 4 Kilometer. Okay, lasst uns ein wenig auf die Tube drücken. Ja, sehr geehrte Fahrgäste, bitte machen Sie sich zum Absprung bereit. Ich fahre jetzt einfach bloß durch. Ich habe nämlich keine Zeit. Danke für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Busfahrer. Sorry, musste sein. Bei allem, ja, bei allem Mist. Ich kann es nicht anders sagen. Ist das jetzt gerade Galgenhumor? Hallo, ich muss in 2 Minuten am Busbahnhof sein. Na bitte, geht doch. So, da ist grün, das ist gut. So, richtige Richtung. Da ist rot. Na super.
möchte mal einmal pünktlich sein, mal wieder. Na gut, die nächste Fahrt ohne Ampeln. Scheiß drauf. Das kennen wir nicht. So, mal gucken, ob ich mir jetzt einen vollen machen kann. Sie sollten befördert werden. Ich sollte befördert werden? Na, das ist doch Wahnsinn. Ah, wunderbar. So, Türen auf. Motor aus, Bremse rein. Aussteigen. Türen habe ich hinten schon automatisch aufgemacht. Koffer sind... Ach nee. Hallo, da fehlt noch ein Koffer. Ist das meiner oder was? Hallo. So, Treppe rauf. Hallo, aufwachen. Wir sind angekommen. Hallo. Nein? Okay. Dann unten nochmal. Wenigstens haben sie mir die Sitze sauber gelassen. Hey, sitzt keiner mehr da. Okay. Dann machen wir den Bus fertig. Also nee. Na gut, geht nicht. Egal, wir loggen jetzt aus. Ausloggen. Gut, das ist klar, ist immer grün. Pünktlichkeit, naja, gut. Kann ich mir auch die letzten Male voll in die Haare schmieren. Sachschäden 1, Unfälle 4. Auch gut. Und ansonsten... 100% auf der Straße gefahren. Cool, funktioniert nur mit dem Bus. Ist ja mal echt klasse. So, fortsetzen und damit gucken wir mal, was wir dann das nächste Mal fahren. Vielleicht haben wir hier noch Saarbrücken und Kaiserslautern. Vielleicht über Karlsruhe zusammen verbinden. Mal gucken, wie wir es machen. Und damit bedanke mich jetzt erstmal recht herzlich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Und ein Abo wäre traumhaft und würde mir echt weiterhelfen. Und ich hoffe, ich darf euch das nächste Mal auch schon wieder begrüßen, wenn es heißt Fernbus-Simulator mit mir, der Devil34. Danke, macht's gut, ciao und tschüss.